Ein Atlas über Kohlenwasserstoffe im Münsterland wurde jetzt an das Stadtarchiv Dülmen übergeben. Im neuen Atlas werden unterschiedliche Bodenfunde im Münsterländer Kreidebecken dargestellt. So wird auch über ein Asphaltvorkommen in Buldern berichtet. Dieser Atlas über die Kohlenwasserstoffe des Münsterlandes ist ein Teil der Arbeit der Geografischen Kommission des Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Und wir haben, ich und Kollegen, haben also diesen Atlas erstellt und haben also dort die Kohlenwasserstoffe, da spricht also Asphalt, Erdöl, Erdgas, zusammengetragen und in Form einer Karte und eines Berichtheftes dargestellt. Hintergrund ist, dass wir also hier es im Münsterschen Becken mit einem Sedimentbecken zu tun haben, in dem es also zur Bildung von Kohlenwasserstoffen kommen kann. Das passiert also folgendermaßen, dass also im marinen Bereich sich organisches Material ansammelt, das dann durch den auflagernden Druck der Sedimente verdichtet wird und sich im Laufe der Jahrmillionen umwandelt zu den verschiedenen Kohlenwasserstoffen. Neben den Funden von Naturasphalt wurden auch Erdgas- und Erdölvorkommen untersucht und dargestellt. Mit der Herausgabe des neuen Atlas sollen die früheren Arbeiten der Wissenschaftler Theodor Wegner und Paul Kuckuck gewürdigt werden. Diese hatten die Vorkommen im frühen 20. Jahrhundert entdeckt und katalogisiert. Neuerdings hat man dann also wieder gezielt gesucht, auch in Richtung auf Erdöl und Erdgas. Diese Vorkommen in Buldern, also zwischen Buldern und Appelhülsen, ist ganz was Besonderes, dass nämlich diese Kohlenwasserstoffe direkt an die Erdoberfläche aufgetaucht sind, wurden dann von den Eigentümern, von den Landwirten bemerkt, die sich da natürlich darüber gewundert haben und überlegt haben, wie sie also das nutzen können. Dr. Stefan Sudmann freute sich, dass dem Stadtarchiv Dülmen jetzt mehr Informationen über Kohlenwasserstoffe im heimischen Raum vorliegen. Wir haben von Herrn Professor Koldewey hier das neueste Heft des Atlas von Westfalen bekommen, Kohlenwasserstoffe im Münsterland, wo eben auch der Dülmener Raum berücksichtigt ist, mit einer ganz interessanten Episode aus der Geschichte Bulderns, als 1815, also vor über 200 Jahren, hier ein Asphaltvorkommen entdeckt worden ist, das allerdings sehr schnell etwas in Frustration resultiert ist, weil man festgestellt hat, dass die Schicht zu dünn ist, um da wirklich effektiv einen Abbau zu betreiben. Dr. Sudmann wünscht sich, dass viele Bürger die Gelegenheit nutzen, um sich über heimische Bodenvorkommen, aber auch über die Stadtgeschichte Dülmens zu informieren. Wir machen ja viel Öffentlichkeitsarbeit, also ich denke, man weiß, dass es uns gibt, was wir machen. Es herrscht natürlich immer noch bei vielen eine gewisse Scheu, dass man immer denkt, Archiv ist eben etwas, was ein bisschen versteckt ist. Das liegt natürlich auch hier an der Lage, aber ein Archiv ist eine öffentliche Einrichtung, wie eine Stadtbücherei auch. Es gibt ein gesetzlich verbrieftes Recht für jeden Bürger und jede Bürgerin, unabhängig von Alter und Nationalität, ein Archiv zu nutzen. Das Stadtarchiv Dülmen hat von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr für Besucher geöffnet und von montags bis donnerstags auch am Nachmittag.